Hallo, mein Name ist Olga Zöllinger und ich bin Coach und Trainerin im psychiatrischen Tätigkeitsfeld. Auf Matthias bin ich durch seinen YouTube-Kanal und durch seine Motivationsvideos aufmerksam geworden und habe mir schon vor einigen Jahren vorgenommen, dass ich mich irgendwann von ihm coachen lasse. Ich habe in der Vergangenheit zwei Psychotherapien gemacht und ja, die waren dann nicht so zufriedenstellend. Habe dann selbst viel herumexperimentiert und mich versucht auch selbst zu therapieren. Ich habe sehr viel gelesen und mir YouTube-Videos angeguckt und habe dann schon eine Veränderung an mir selbst gemerkt, auch in meiner Denkweise. Aber es ging mir zu langsam und vor allem habe ich halt vieles im Bewusstsein erfassen können. Aber ich habe halt irgendwie gespürt, dass unterbewusst sehr viel abläuft. Und ja, deshalb habe ich mich dann für ein Coaching entschieden und wollte Turbo da reinbringen in meine Entwicklung. Also ich wollte selbst in erster Linie selbstsicherer werden. Das war auch das Thema, warum ich mich an Matthias gewandt habe. Und ja, vor ein paar Wochen war es für mich noch undenkbar, eine WhatsApp-Nachricht zu verschicken und unausführbar gewesen, dass ich überhaupt jetzt in die Kamera sprechen kann. Und ja, und jetzt werde ich interviewt und naja, geil, stell mir noch ein paar Fragen. Ja, das Problem hatte ich oder die Selbstunsicherheit habe ich eigentlich schon seit meiner Kindheit verspürt und ich hatte auch sehr viele Selbstzweifel und die haben sich dann eigentlich auf alle Lebensbereiche ausgestrahlt, vor allem auf meine Beziehungen, auf meinen Job und auf meine spirituelle Entwicklung und vor allem wollte ich immer selbstbestimmt leben und auch in mein eigenes Business starten und hab mir das durch meine Selbstzweifel, habe ich mich da selbst sabotiert. Ja, ich habe Matthias durch seine Videos schon gekannt und ja, mich hat Matthias angesprochen und ich habe mich für Matthias entschieden, weil er die Wahrheit spricht, weil er sehr direkt ist und ja, es spielt für mich hat für mich eine sehr große Rolle gespielt und ja, Matthias hat mich sehr feinfühlend und empathisch und sehr, vor allem sehr geduldig durch die Sessions geführt. Er hat sich immer die Zeit genommen, auch wenn ich mal nicht mehr konnte, ja. Und für Matthias war es total wichtig, das Thema in einer Session zu lösen. Und ja, das ist wirklich nicht selbstverständlich in einem Coaching. Also eine Veränderung ist sehr schnell möglich. Oft war es einfach nur eine Session. Und ich habe mich davor tagelang mit Themen herumgeschlagen und innerhalb von einer Session war das Thema gelöst. Klar, ist es sinnvoll, in sich selbst zu investieren und das unterscheide ich immer für mich zwischen Spaß und Glück. Menschen in meinem Umfeld, die investieren in Urlaub, die machen 2 Wochen geilen Urlaub, kommen zurück und hatten 2 Wochen Spaß. Und ich investiere halt in mein Glück, weil ich muss von meinem Problem nicht flüchten. Und ja, und ich brauche gar keinen Urlaub, weil ich kann auch zu Hause glücklich sein. Ja, unbedingt empfehle ich das Coaching weiter bei Matthias, denn jeder Mensch muss mit Matthias mal über seine Probleme gesprochen haben, denn alles ist lösbar. Also unbedingt machen, denn so ein Coaching ist der schnellste Hebel, ein Problem oder eine Herausforderung zu beheben. Und du kannst dich alleine jahrelang durchboxen und dich schlecht fühlen oder schlechte Emotionen fühlen. Oder du sparst dir halt sehr viel Lebenszeit und ja, investierst in ein Coaching. Jeder Mensch muss einfach den Weg seines Herzens gehen. Und ja, oft überhören wir unser Herz, ob bewusst oder unbewusst, aber tief in uns spüren wir, was eigentlich so das Richtige ist. Und ja, folge und vertraue auf jeden Fall auf deine Intuition. Und du bist auf jeden Fall nicht alleine mit deinen Problemen. Ja, weil ich mit meiner Geschichte und mit meinen Erfahrungen einzigartig bin, ja, weil ich bin und weil ich Klarheit verspüre und mich jeden Tag neu kennenlernen darf und so viel über mich erfahren darf. Und weiß, was gut für mich ist und weiß auch, wo ich hin möchte. Und vor allem erschaffe ich jetzt mein Leben und nicht andere erschaffen es für mich. Ich baller jedes Ziel alles aus dem Weg. Entfache das Feuer, mein Herz lässt leben. Ein Funke zu Flamme, ein brennender Blick. Next Level, mein Licht hält mich zurück.